Und damit gehen wir rüber zu Gerd-Joachim von Fallor in den Bundestag. Herr von Fallor, viel los heute bei Ihnen. Ja, und der Bundestag fängt hier am Mittwoch traditionell mit der sogenannten Generaldebatte an. Und wir haben eine neue Bundesregierung. Das ist also die erste Generaldebatte für Kanzler Scholz. Und es sind bewegte Tage. Normalerweise würde man ja gerne jetzt auf 100-Tage-Bilanz zurückgucken. 106 Tage ist er jetzt im Amt. Aber schon am 79. Tag hat sich jede Koordinate verändert. Denn da war die Kriegserklärung von Putin gegenüber der Ukraine. Und seitdem ist alles anders. Die Parameter, die 177 Seiten, die die Ampel ausgehandelt hat, davon kann so wohl nichts mehr bleiben, wie es da steht. Und genau vor 100 Tagen, nämlich am Donnerstag vor einer Woche, da hat ja Herr Selenskyj hier im Deutschen Bundestag gesprochen. Und danach hat der Kanzler geschwiegen. Ein Fehler, wie viele finden. Und wir wollen jetzt darüber reden, über diese Bilanz der ersten Tage, wenn man die überhaupt ziehen kann, mit zwei jüngeren Abgeordneten, die ich mir eingeladen habe, die heute garantiert hier im Plenum nicht sprechen werden. Aber bei uns bei Phoenix, ich begrüße ganz herzlich Falco Moors von der SPD, Mitglied im Wirtschaftsausschuss, und Tilman Kuban von der CDU-CSU, auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss und Vorsitzender der Jungen Union. Und weil die Generaldebatte immer so ist, dass die Opposition vorlegt, frage ich heute ausnahmsweise mal erst den Oppositionspolitiker, Herr Kuban. Wenn wir das mal betrachten, ich habe es ja gerade ein bisschen angerissen, was war für Sie die größte Enttäuschung oder die größte Fehlleistung dieser ersten 106 Tage? Und haben Sie auch was Positives gefunden bei der Ampel? Na, also erstmal muss man sagen, so wie Sie es auch schon anmoderiert haben, es ist alles anders, seitdem Wladimir Putin diesen absolut irren Krieg gegen die Ukraine führt. Und deswegen kann ich verstehen, dass wir in einer besonderen Lage sind. Und in dieser besonderen Lage muss man, glaube ich, auch besonders reagieren. Und deswegen kann ich es absolut verstehen, dass wir heute keine Bilanz über die ersten 100 Tage, über die ersten Projekte führen können, weil es eben eine komplett andere Lage ist. Etwas, das wir seit vielen, vielen Jahrzehnten auf europäischem Boden glücklicherweise eigentlich nicht mehr erlebt haben, wo ich mir hätte nicht vorstellen können, dass wir es noch einmal auf europäischem Boden erleben. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich mir auch gewünscht hätte letzte Woche, es war wirklich ein beschämender Moment, dass dann auch von Seiten des Kanzlers darauf reagiert wird, wenn man direkt angesprochen wird. Etwas, was viele gar nicht gesehen haben, aber dass Volodymyr Selenskyj unmittelbar, nachdem er gesprochen hat, sofort aufgestanden ist und gegangen ist, war ein Akt, auch ein klares Signal gegen Deutschland und das Auftreten der Bundesregierung in diesen Fällen. Wir haben einfach viel zu wenig geliefert. Wir haben beim Thema SWIFT-Ausschluss viel zu lange gewartet und waren die Bremser. Wir haben beim Thema Waffenlieferung geschlagene sechs Tage gebraucht, bis die endlich mal in der Ukraine waren. Da ist viel Nachholbedarf, wenn ich mir anschaue, was momentan beim Embargo passiert, wenn ich mir anschaue, was bei der EU-Mitgliedschaft passiert. Da ist wirklich viel Aufholbedarf und da muss die Ampel liefern. Und ganz kurz was Positives. Definitiv, dass man am Anfang, wie ich finde, sehr gut reagiert hat. Die erste Rede von Olaf Scholz, auch das Auftreten, wie ich finde, von Robert Habeck oder Annalena Baerbock, finde ich bemerkenswert, was Robert Habeck in Katar gemacht hat. Das muss man als Grüner erstmal machen. Ja, Herr Moos, ein Lob da an den Kanzler. Und das wird ja von vielen so empfunden, die Rede, die er da am 27. Februar gehalten hat. Das war eine Zeitenwende, hat er selber gesagt. Die Kritik, haben Sie gerade gehört, wenn Herr Selenskyj direkt aufgestanden ist, ist mir gar nicht aufgefallen, dann war es vielleicht tatsächlich gar nicht sinnvoll, da weiterzureden. Aber hätte man nicht mindestens eine halbe Stunde mal unterbrechen müssen, um sich das setzen zu lassen? Also erstmal nochmal guten Morgen auch von meiner Seite und ja, danke für die Chance, heute Morgen, glaube ich, so ein paar Dinge nochmal einzuordnen. Und wenn ich mir das gerade anhöre, dann muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir einen Bundeskanzler haben, der erst denkt und dann handelt und nicht andersrum, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass sich hier die Opposition mit Forderungen sehr impulsiv auch selber überholt. Und ich glaube, in Zeiten, wo wir über Krieg und Frieden in Europa sprechen, ist ehrlicherweise sinnvoll, klar vorher abzuwägen, verantwortungsvoll sich die Dinge zurechtzulegen und dann eben auch klare Kante zu zeigen. Und wenn ich jetzt höre, dass ja gerade auch die Rede zur Zeitenwende als sehr positiv der ersten 100 Tage wahrgenommen wurde, dann finde ich, ist das doch der Beleg dafür, dass es nämlich richtig und wichtig ist, erst zu überlegen, dann sehr klare Linien zu ziehen und dann das entsprechend auch abzuhandeln. Und wenn ich jetzt mal auf letzte Woche komme, ich finde, es zeigt ja auch ehrlicherweise, dass die Union ihre Rolle noch überhaupt nicht gefunden hat. Denn wir haben letzte Woche zweimal im Deutschen Bundestag über die Ukraine, über die Folgen, über den Krieg gesprochen. Und dann nach so einer, wie ich finde, beeindruckenden emotionalen Rede des ukrainischen Präsidenten hier so
einen Klamauk zu veranstalten, so habe ich das nämlich ehrlicherweise empfunden, wird dem auch überhaupt nicht gerecht. Ich fand trotzdem das auch schwierig, ich gebe das offen zu. Ich finde, wir hätten uns in der Tat noch mal vielleicht auch sammeln müssen. Mir ging das auch so, ich musste mich sammeln nach der Debatte. Mir ist der Übergang auch schwer gefallen. Und ich verstehe aber auch, dass das vielen anderen so geht. Herr Moos, und auch von Ihnen, was ist nicht wirklich gut gelaufen, die 106 Tage? Naja, die Regierung wurde vom ersten Tag an voll gefordert von den Krisen. Und wir haben uns viele Dinge anders vorgestellt. Ich finde übrigens, dass wir trotz allem Dinge wie den Mindestlohn eingeführt haben bzw. erhöht haben auf 12 Euro, was ja vielen Millionen Menschen, gerade im Osten, gerade Frauen hilft, zeigt ja aber, Sie haben das vorhin gesagt, dass das Programm oder das, was wir uns als Koalitionsvertrag ja vorgenommen haben, eben auch nicht einfach beiseite gelegt wird, sondern trotz dieser Herausforderung der ersten 100 Tage genau diese wichtigen, elementaren Dinge auch vorangetrieben worden. Und ich glaube aber auch, wir sehen, dass mit Corona, dass mit dem Ukraine-Krieg, mit jetzt auch den wirtschaftlichen Folgen, die auf uns zukommen, einfach echt eine Riesenbatterie von Herausforderungen Herr Moos, vor uns darf liegt. Ich einmal einhaken? Ich meine, es ist ja richtig, dass wir in dieser Zeit mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf agieren. Nur, Sie müssen schon auch sehen, dass von den Menschen, die Menschen von dem Bundeskanzler verlangen, dass er führt. Und wenn wir anschauen, dass wir seit dem 27. Februar, wir haben heute Mitte März, seit über 3 Wochen nichts gehört haben in diesem Parlament, dann finde ich das relativ wenig. Ich finde, dass die Menschen es auch verdient haben, dass er zu ihnen spricht und dass er ihnen eine Linie gibt. Er hat das am 27. Februar, wie ich finde, gut getan, das habe ich auch gelobt. Aber jetzt in den letzten Wochen war sehr viel Ruhe und eher sehr viel Chaos, wenn wir uns anschauen, was mit im Ministerium von Frau Lamprecht los ist, was beim Thema Verteidigung passiert. Da ist viel Nachholbedarf. Was Quatsch ist, können ja die Menschen selbst entscheiden. Das müssen Sie ja nicht, müssen Sie ja nicht so abtun. Aber trotzdem, der Bundeskanzler hat nichts gesagt und das ist zu wenig. Also die Reform von Herrn von Gutenberg und anderen steht ja jetzt auch nicht gerade für einen Aufbruch in der Bundeswehr, zumindest nicht zum Positiven. Und ich finde, dass hier ein klarer Schlussstrich gezogen wurde von Frau Lamprecht, die das aus meiner festen Überzeugung übrigens sehr gut macht. Sie hat Reformen jetzt auch im Beschaffungswesen angestrebt. Sie exekutiert die 100 Milliarden Euro als Sondervermögen, die jetzt auf uns zukommen. Ich würde mir wünschen, dass die Union da am Ende mitmacht. Weil Sie sind diejenigen, gerade im Regen stehen lassen, die sich eigentlich darauf verlassen, dass das Sondervermögen für eine bessere Ausstattung sorgt. Wir waren immer bereit. Sorgt. Sie wissen das, Sie sind ja schon länger im Parlament. Sie wissen das, dass wir schon dann immer bereit sind. Bei der Sache. Jetzt hören Sie mir jetzt hören Sie mir mal zu, Herr Kuban. In den letzten Jahren viel verhindert haben. Ich erinnere nur kurz daran, einen Satz, ich erinnere nur kurz daran, wir haben uns gestritten über 6 Drohnen. In Schlag genommen 6 Drohnen. Sie haben immer die Ablehnung dazu plädiert. Sie haben immer das Ganze verweigert. Und das ist eben kein verantwortungsvoller Umgang mit den Soldatinnen und Soldaten, die in einen Krieg gehen. Meine Herren, ich habe ja extra junge Leute eingeladen, damit das hier auch ein bisschen zur Sache geht. Aber so wollte ich es eigentlich nicht haben, denn so hat der Bürger ja nichts davon. Schauen wir mal auf die Probleme, die sich jetzt ergeben. Zum Beispiel die riesigen Energiekosten, die es gibt. Da hat die Koalition ein erstes Entlastungspaket geschnürt. Im Moment gibt es diese Neunergruppe. Da wird heute Morgen gemeldet, da gibt es einen Durchbruch, der heute Abend von den Chefs geeint wird oder auch nicht. Man liegt doch noch weit auseinander. Können Sie dazu irgendwas sagen, was dieses Volumen zum Beispiel angeht, was da an Entlastung diskutiert wird? Also erstmal völlig richtig, es gibt ein erstes Entlastungspaket, da reden wir über 13 Milliarden Euro. Da geht es beispielsweise um den Bereich Energiekosten. EEG wird vorzeitig abgeschafft, also das heißt, die Umlage, die für die erneuerbaren Energien dort gezahlt wird, zum 1.7. fällt die weg. Wir haben die Heizkostenunterstützung für viele Millionen Menschen in diesem Land eingeführt bzw. deutlich erhöht, am Ende ja noch mal verdoppelt hier auch im Parlament. Das sind nun mal so 2 Dinge. Wir haben zusätzliche Hilfen für Familien. Und was wir aber sehen, ist, dass dieses erste Paket eben aus unserer Sicht noch nicht ausreicht. Und deswegen hat die Neunergruppe eine sehr breite und, wie ich finde, sehr fundierte Vorarbeit gemacht. Wir haben uns aber auch darauf verständigt, Sie kennen das aus den Koalitionsverhandlungen, dass wir aber auch Stillschweigen jetzt über die Ergebnisse vereinbart haben. Weil ich glaube, am Ende geht es ja nicht darum, wer als erstes irgendwie besonders populistisch oder plakativ Dinge nach außen bringt, sondern dass wir eben am Ende wirklich etwas finden, was zielgerichtet wirkt, was sozial ausgewogen wirkt, was direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt und was auch nicht, wie andere Vorschläge, die von der Union kommen, europarechtswidrig sind. Jetzt kann man sagen, die Union hat ja mit so Fragen wie Maut Erfahrung damit, Dinge europarechtswidrig vorzuschlagen. Naja, schauen Sie aber Ihre Vorschläge, die Sie machen. Welche sind denn jetzt europarechtswidrig? Ja, die Mehrwertsteuersenkung ist europarechtswidrig. Herr Lindner genau aber, ja, offensichtlich dann, erklärt. Dann möchte ich Ihnen mal ein paar Beispiele nennen. Gucken Sie mal bitte in unsere europäischen Nachbarländer. Dort wurden auch die Steuern gesenkt. Andere haben es schon getan. Sie wehren sich dagegen. Aber ich finde es ja spannend, dass Sie den Vorschlag von Herrn Lindner
Lindner schon als populistisch abtun, wenn Sie sagen, dass der Tankrabatt, der ja rausgeschossen war, wie Sie es nennen, dass der dann eigentlich angeblich populistisch war, zeigt nicht und wirklich viel Einigkeit. Wieder will ich nochmal eingreifen, sehr schön, so ein innenpolitischer Streit, bringt aber niemanden weiter, vor allen Dingen auch die Frage, warum sind wir eigentlich so abhängig geworden von russischer Energie? Das war doch sicherlich ein Riesenfehler der letzten Jahre, jetzt wissen wir es alle, aber hätte man das nicht schon früher ändern müssen? Nord Stream 2 als Stichwort war ein Riesenfehler. Beide Fraktionen, die hier heute Morgen versammelt sind, haben immerhin hinter Nord Stream 2 gestanden, im Gegensatz zu den damaligen Oppositionen. Herr Kuban, das war doch ein Versagen der Regierung Merkel, was heute sich bitter rächt, oder? Ich bin erst neu in diesem Parlament. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass CDU und CSU genauso wie die SPD in den letzten Jahren hinter diesem Projekt gestanden haben. Sicherlich aufgrund der Eindrücke, die wir einfach auch in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Anfang der 2000er Jahre hat Wladimir Putin hier im Deutschen Bundestag gesprochen. Man hat eine Appeasement-Politik gemacht. Man hat es vorangetrieben und gesagt, wir werden gemeinsam uns einig sein und über wirtschaftliche Annäherung auch eine politische Annäherung an Russland schaffen. Man muss so offen und ehrlich sein, diese Politik ist gescheitert. Und genau deswegen brauchen wir jetzt ein Umdenken. Wir müssen uns anschauen, wer sind unsere Handelspartner? Wer sind unsere Partner für die nächsten Jahre? Weil es auf Dauer nicht so sein kann, dass wir unsere Sicherheitsdividende aus den USA nehmen, unsere Energiedividende aus Russland nehmen und unsere Wohlstandsdividende aus China. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Herr Moss, die Frage ist ja, wie lange nehmen wir denn die Energie aus Russland? Viele in Deutschland fordern ja, dass wir das beenden, damit Putin noch weniger Geld hat, denn so finanzieren wir den Krieg mit. Also würden da nicht Konsequenzen jetzt Not tun? Schauen Sie, das ist ja genau einer der Dinge, wo ich am Anfang gesagt habe, es ist gut, eben klar zu denken und dann auch klar zu entscheiden. Und wir sind, Stand heute, leider muss man ja wirklich sagen, auch auf viele Energieimporte aus Russland abhängig. Was wir jetzt machen als Bundesregierung seit vielen Wochen und Monaten, ist eben sehr klar zu schauen, wie können wir diese Abhängigkeit reduzieren. Es ist erwähnt worden, dass gerade auch Bundesminister Habeck ja unterwegs war, um eben auch zusätzliche Quellen für uns zu erschließen. Das ist alles nicht einfach, das muss man wirklich sagen. Aber das ist eben genau der Weg, weil ein sofortiger Stopp von Importen würde uns am Ende sehr hart treffen. Und da müssen wir jetzt vorbereitet sein, weil es kann ja sein, dass die andere Seite irgendwann darf so einen Stopp verhängt. Darf ich zu Habeck mal fragen, ist denn das Ihrer Meinung nach sinnvoll, dass wir aus der Abhängigkeit der Russen hin zu anderen autokratischen Systemen gehen, wie die Arabischen Emirate oder Kuwait, und uns von denen dann abhängig machen, wo da die Menschenrechte doch täglich mit Füßen getreten werden? Können wir uns solche moralischen Überlegungen eigentlich noch leisten? Wir brauchen ja die Energie. Also ich würde mir wünschen, wir könnten das alleine mit Partnern und Freunden wie den Niederlanden aus eigenen Quellen oder Norwegen herausdecken. Die Realität ist doch aber, und der muss ich mich erstellen, dass das alleine nicht reichen wird. Und deswegen schauen wir, dass wir es eben besser diversifizieren, also uns breiter aufstellen, nicht die Fehler der Vergangenheit nochmal machen, nicht in solche Abhängigkeiten kommen. Und das, finde ich, ist der richtige Weg. Herr Kuban, wir können uns noch eine Tankfüllung leisten, auch wenn es schmerzlich ist an der Tankstelle. Die Deutschen stöhnen unter den steigenden Preisen. Das betrifft ja auch Lebensmittel und alles andere. Das ist ein Riesenproblem für Menschen, die wenig Heizung. Geld haben, zum Beispiel Heizung. Deswegen nochmal die Frage, Energie ist der Schlüssel der Zukunft. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, wenn ich vom Bundesfinanzminister höre, also eine Senkung der Steuer auf Mineralöl geht nicht. Komisch, im Ausland geht es bei uns nicht. Wenn ich aus dem Umweltministerium höre, also Verlängerung Atomkraft geht auch nicht, da müssen wir neue Brennstäbe aus England kaufen. Warum geht das immer bei uns alles nicht? Beim Thema Tankrabatt oder bei der Frage der Steuersenkung habe ich eine andere Meinung, habe ich auch eine andere Auffassung. Und Sie haben es richtigerweise angesprochen, es gibt andere Länder um uns herum, die haben bereits die Steuern gesenkt. Deswegen sollten wir das auch tun. Die Union schlägt vor, dass wir das von 19% auf 7% bei der Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer senken. Das würde beispielsweise an der Tanksäule eine konkrete Entlastung von 40 Cent pro Liter bedeuten. Und das ist ein konkreter Vorschlag. Der ist abgelehnt worden. Wir sind sehr gespannt, was die Ampel heute vorschlägt. Ich glaube, wir müssen umdenken und am Ende müssen alle heiligen Kühe, die wir in den letzten Jahren aus einem Wohlstandsempfinden heraus diskutiert haben, auf den Tisch und dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Die Union ist da gesprächsbereit, weil ich glaube schon, dass wir einen Energiekonsens brauchen in Deutschland. Meine Herren, die Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Vielen Dank für diese bewegte Debatte, die aber in der Sache natürlich nicht weiterbringt, denn es gibt ganz viele Sachprobleme, die der Kanzler, die Ampel lösen muss, und darüber wird sicherlich gleich hier diskutiert werden, hoffentlich sachorientiert.
dann auch die Lösungsvorschläge von beiden Seiten. Wir warten jetzt auf jeden Fall gleich mal auf den Oppositionschef Friedrich Merz, der die Debatte hier heute eröffnen wird. Und dann wird der Bundeskanzler antworten. Bleiben Sie bei uns. Danach gibt es dann das Außenressort, das Verteidigungsressort. Also wirklich spannende Debatten heute hier im Deutschen Bundestag. Und ich gebe rein.